Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich werde euch heute die billigsten Lösungen für diesen Mbappé und für Cavani zeigen. Ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit der ersten Karte an. Ihr seht hier, hier braucht man eine Karte von entweder Kylian Mbappé oder Germain. Die kosten beide ungefähr 50.000. Die muss man sich erst snipen. Also, ich denke, da werden die wahrscheinlich die Preisrange anpassen. Versuchten am besten für 50.000 zu snipen, wenn ihr diese Challenge machen wollt. Ich werde diese Challenge nicht machen, weil ich die beiden Spieler nicht brauche. Gehen zu der nächsten Challenge, ist relativ einfach. Braucht einfach nur ein Teamrating von 83. Ich habe euch einfach jetzt mal so zusammengesetzt, wie ich es machen würde. Also, so ist es die leichteste Lösung jetzt gewesen. Deswegen 3, 84er Ladung, 82er, 81er und 80er. Also, ist relativ einfach so. Gehen wir mal gerade kurz durch, dann könnt ihr euch die Namen aufschreiben oder so. Falls ihr die Spieler nicht kennt, kann ja sein. Gehen wir kurz durch. Könnt ihr kurz Pause drücken. Gehen wir zu der nächsten Challenge. Hier brauchen wir hier drei Spieler von Monaco und ein Minimum ein 84er Rating. So, das haben wir hier auch alles erfüllt. Gehen wir durch. Schaut das frisch, wie gesagt. Drückt dann kurz Pause, euch die Karten kaufen wollt. Also geht eigentlich. Dieser Mbappé kostet ungefähr 250.000, Cavani ungefähr 330.000, also ist schon eine Menge. Jetzt kommen wir jetzt zu Frankreich, da braucht man Minimum 6 Spieler. Habe ich auch nur, glaube ich, 6 oder 7 Franzosen benutzt. Ja, genau 6 Franzosen genutzt, weil die aktuell sehr, sehr teuer sind. Seht, ich habe hier, bin ich in die Bundesliga gegangen. Hier Perfect Link ist wichtig, dass ihr hier, weil der bekommt drei rote, zwei grüne, so ist es perfekt. Sonst würdet ihr hier nicht auf 99 Chemie bekommen. Braucht ihr 100, formt ihr einfach Müller von MS zu ST und dann habt ihr die 100er Chemie hier. Gehen wir hier auch schnell durch. So, haben wir das. Dann sind wir mit diesem Mbappé hier durch. Gehen wir rüber zum Cavani. So, hier könnt ihr euch irgendeinen Inform holen von Cavani oder wenn ihr die SPC von dem habt, könnt ihr den natürlich reingeben. Die blaue Tots-Karte geht auch, also da geht jede Karte von Cavani außer halt die normale. Das ist relativ einfach. Nächster Team ist hier Team der Woche mindestens 2 und League All Team mit 83er Rating. Ihr seht, ich habe mich hier für Trapp als Inform entschieden und für Salibur kostet nur 15.000, Trapp glaube ich 20.000, also sind relativ günstig die Informs. Hier seht ihr die Spieler wieder. Also das ist nur, die Challenge ist in Ordnung. Also da kann man mit leben mit der Challenge. Gehen wir zu der nächsten Challenge, die Serie A. Da müsst ihr einfach nur auf ein 84er Rating kommen. Ist schwierig, weil wie gesagt, da gibt es nicht so viele Spieler, oder ihr müsst halt direkt einen Marquisio oder so nehmen. Deswegen empfehle ich euch hier, nehmt diesen Icardi hier, 84er, formt den um als ZM. Das ist billiger, wie wenn ihr euch hier einen Marquisio hinstellt, weil ihr den sonst braucht. Oder einen Hamšík oder so. Ihr seht, der kommt hier nur auf 2 Chemie. Wenn ihr den umformt, bekommt der 9 Chemie. Dann seid ihr auf 100 Chemie. Zur Not könnt ihr ihn hier noch umformen zu RF und dann werdet ihr auf jeden Fall auf 100. Gehen wir auch hier wieder durch, wie die Spieler heißen. Aber ich denke, die meisten Spieler sollten auf jeden Fall bekannt sein. Gehen wir zum nächsten und letzten Team, Uruguay. Seht ihr hier, ist auch nicht so teuer, also geht eigentlich. Muss Lehrer hier wieder in die Bundesliga gegangen, wieder Müller. Also, der ist nicht so teuer, kostet glaube ich 15.000. Ja, 15.000 kostet der, glaube ich. Also, das geht auf jeden Fall. So könnt ihr es auf jeden Fall machen, Freunde. So, das wäre es auch mit dem Video gewesen. Wie gesagt, das geht gar nicht so lange. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Ciao, ciao. Bis die Tage.